Gut. Jetzt komme ich zu einem ganz besonderen Sprecher. Es sind alles besondere Sprecher, ich weiß. Und es ist allerdings auch ein lieber Freund geworden, Herbert Sterchi. Herbert Sterchi ist ein sehr erfolgreicher Businessman, 10 Jahre PwC-Partner gewesen, hat dann seine eigenen Firmen aufgebaut, ist mehrfach als Geschäftsführer in verschiedenen Firmen tätig, ist auch in meiner Firmengruppe tätig und unterstützt hier mit Codex und seinen Mitarbeitern tatkräftig den Erfolg. Auch hier schon ein herzliches Dankeschön vorab, Herbert, für dich. Ich sehe ihn leider noch nicht. Er ist noch nicht online, glaube ich. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles in Ordnung habe von der Agenda her. Ja, der Herbert müsste normalerweise da sein, ist er aber nicht. Dann werde ich mal kurz einen Anruf starten und gucken, wo der Bursche ist. Sekunde bitte, das ist live und in Farbe. Julia, kurz an dich. Der Herbert ist im Hintergrund, der ist schon da und sagt, dass der Host ihn reinlassen muss, beziehungsweise dass er in einem anderen Meeting irgendwie schon wäre. Kannst du damit was anfangen, Julia? Er ist im Warteraum scheinbar. Er darf hier oder er kommt hier ohne Barriere eigentlich rein als Zuschauer. Frag ihn bitte, welchen Link er denn hat. Kannst du nochmal bitte, Herbert, ich weiß nicht, welchen Link du hast. Gestern Abend gab es dann nochmal durch die vielen Teilnehmer einen Change, einen Wechsel vom Link her. Guckst du bitte nochmal nach? Wenn nicht, gehst du auf die Webseite einfach und loggst dich nochmal neu ein, bitte. Ja, Crypto-Value. So, Julia, Herbert ist da. Jetzt braucht der Herbert noch ein Bild. Keine Ahnung. Herbert, Kamera auf, wenn du mich hörst. Ja, ich höre dich. Und Kamera hast du auch oder hast du heute ein Bad Hair Day? Er ist jetzt Diskussionsteilnehmer. Das heißt, jetzt dürfte alles funktionieren. Darf gerne die Kamera und den Ton freischalten. Ja, Herbert, Ton freischalten bitte und Kamera. Aha. Jetzt geht's. Okay. Gut, genau, so wunderbar. Hervorragend. Julia, bitte die Bilder. Genau, vielen lieben Dank, Julia. Herbert, entschuldige, dass du jetzt deine wunderschöne Ansage von mir nicht gehört hast, wahrscheinlich. Das tut mir jetzt leid, aber ich wiederhole sie nicht nochmal. Aber ich habe es mitgeschnitten und hast so einen Grund, bei YouTube vorbeizuschauen und zu gucken, wenn das hochgeladen wird, über was wir gesprochen haben. Also ich habe dich als Freund natürlich auch unserer Firma und der Förderer vorgestellt durch Codex und deine Mitarbeiter. Und wo so dein Werdegang vorher war. Und ich bin dir dankbar, dass du heute auch uns unterstützt und da bist und mit mir verschiedene Themen zum Gesundheitsmanagement sprichst. Du bist ja in der Position von mehreren
Geschäftsführerposition. Das heißt, du hast mehrere Einblicke jetzt noch nicht nur über Codex. Wir sitzen ja da einen Zug zusammen im Büro, sondern du hast ja dann auch Medcare, wenn ich es richtig weiß, ja, eine Geschäftsführerposition. Und ich überlasse dir jetzt mal das Feld. Ja, vielen Dank, Tino, für die Einladung. Grüß Gott zusammen. Ich spreche heute eigentlich über zwei Firmen in Bezug auf Digitalisierung und der Einfluss von Covid. Das eine ist Codex Execution. Einige kennen das schon. Ich werde das aber noch ein bisschen vorstellen. Und die zweite Firma, wie der Tino schon gesagt hat, ist MedCenter AG. Die besteht aus drei Kliniken, einer Notfallklinik und zwei Praxen. Und eine Dienstleistungsgesellschaft, die wir eigentlich für Ärzte machen. Und da werde ich vor allem den Gesundheitsbereich ansprechen. Wenn ich zu Codex Execution ein paar Worte sagen kann. Wir sind eigentlich schon seit 17 Jahren dran, internationale Firmen im Kanton Zug anzusiedeln. Weil Kanton Zug ist für mich auch der Kanton, der in der Schweiz einfach die meiste Erfahrung hat. Und ich habe gerade gestern wieder ein Kompliment gehört, dass einfach die Operationalisierung, die ganzen Visas, die Einwohnerkontrolle einfach hervorragend funktioniert, weil der Kanton Zug vor allem die Behörden an einen Strick ziehen und schauen, dass sie da einfach eine optimierte Dienstleistung anbieten können. Und wir haben dann auch vor 7 Jahren, ziemlich genau im Februar, als Vitalik Buterin, Mihai Alisi, Charles Hoskinson und Joe Lubin und natürlich noch einige anderen, haben wir Ethereum gegründet und da eigentlich das Thema Crypto Valley eingeläutet. Und Codex Execution, wir sind eine Firma, die vor allem Firmen helfen will, die wachsen wollen, vor allem international, oder Startups sind, die wirklich ein Geschäft gründen wollen und wo auch vielleicht in ihren Heimatländern einfach nicht diese Plattform haben, weil soziale und politische Risiken bestehen. Und auch zu guter Letzt, aber das ist nicht der Grund, da ist jetzt schon viel Wettbewerb gekommen, auch gewisse steuerliche Aspekte immer wieder einspielen, haben wir uns eigentlich entschieden, ein Programm zu machen, wo wir die Firmen von der Strategie her, wo sie sich überlegen, wie will ich, was für ein Geschäftsmodell will ich aufbauen, wie sieht mein White Paper aus, wie will ich mich finanzieren, wie will ich meine Kunden erreichen, dass wir da wirklich die ganze Palette anbieten. Und das geht von Personalproblemen oder Challenges zu Finanzen, es geht zu ganzen steuerlichen Thematik, rechtliche Thematik, Compliance-Thematik. Und wir sind mit Ihnen eigentlich der Glue, der Leim, der das Ganze zusammenhält und mit unserem Ökosystem, mit unseren Partnern, wo wir schon mehrere Jahre zusammenarbeiten, eine optimale Lösung für den Kunden machen wollen. Was ist jetzt in der Covid-Zeit passiert? Wie haben wir das erlebt? Also sicher wissen ja alle, das Reisen wurde sehr beschränkt und es ist immer noch sehr, sehr mühsam. Und ich habe das im MedCenter, sehe ich, dass die Leute kommen, wissen nicht, brauche ich jetzt einen Schnelltest, brauche ich einen PCR-Test, muss ich in die Quarantäne gehen, wenn ich nach Amerika fliege, wenn ich von Amerika zum Rückfliege, muss ich da noch einen Test haben, welchen Test, ist das Schnelltest, der Antigen-Test? Oder das macht es einfach sehr, sehr schwierig. Und dann ist auch immer noch die Thematik, wie viel muss ich bezahlen, wenn ich symptomatisch bin? Bezahlt der Bund? Ja, der bezahlt. Aber wenn ich nicht symptomatisch bin, was wird bezahlt? Wenn ich am Sonntag komme oder am Freitag komme um 8 Uhr? Und das ist die ganze Problematik eigentlich, die uns beschäftigt hat. Und das hat es sehr, sehr erschwert, dass unsere lieben Kunden eigentlich da in die Schweiz kommen. Wir haben sehr, sehr wenig Besuch gehabt. Aber nichtsdestotrotz, durch Zoom und Teams konnten wir da natürlich sehr, sehr viel erledigen. Was die beiden Nachteile sind, wo wir einfach gelitten haben, sind bei der Akquisition von Neukunden.
Neukunden, die müssen einen spüren. Da geht es einfach auch um die soziale Nähe, um die emotionale Intelligenz. Fühlt sich der Kunde wohl? Und das macht es sehr, sehr schwierig, da über digitalisierte Lösungen ein Gespräch zu finden. Dann, was auch noch schwierig war, es gibt immer sehr, sehr viele Dokumente zum Unterschreiben, sei es bei der Tokenization, sei es vor allem bei der Bankkontoeröffnung. Viele Sachen müssen im Original vorliegen und natürlich FedEx und DHL haben da Freude daran. Die haben sicher gut gewirtschaftet im letzten Jahr, aber das macht es für uns sehr, sehr zeitaufwendig und braucht einfach mehr Energie, das reinzubringen. Und was wir gesehen haben, vielleicht, ich spreche das an, was sind die Vorteile von Teams und Zoom, von der Digitalisierung? Wir sehen da klare Vorteile. Also es gibt einfach gewisse Geschäftsreisen, die nicht nötig sind. Das hat man jetzt gesehen. Und dort kann man die Produktivität ganz klar ausnützen. Das ist sicher eine Zeitersparnis, wenn Sie da an den Flughafen gehen müssen, dort in der Lounge oder draußen warten müssen, bis das Flugzeug fliegt und dann wieder die Ankunft, das Taxi bestellen, ins Hotel und nachher den Geschäftstermin. Das ist eine Unmenge Zeit, die da verloren geht, wo nicht produktiv ist. Und das konnte man sehr gut mit Teams und Zoom überbrücken. Auch diese Digitalisierung erlaubt eigentlich oder fordert eigentlich, dass man die Termine sehr gut vorbereitet. Die Dokumente müssen bereit sein, die man teilt. Man muss einen klaren Ablauf haben. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr anstrengend, wenn Sie 8 Stunden Teams und Zoom-Calls haben. Da sind Sie völlig erledigt, weil es doch schön in der Lounge ein Glas Wein zu trinken oder im Auto Musik zu hören. Das nimmt einem ein bisschen den Druck weg. Und der fehlt natürlich. Aber ich möchte nicht missen, das war wirklich positiv. Negativ ist natürlich, dass wir keine soziale Nähe haben. Das habe ich gesagt bei der Akquisition von Neukunden. Die ganze Mimik fehlt. Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn man den Menschen sieht, was er für eine Mimik hat, kann man daraus viel schließen, wie die nächste Frage aussieht. Das ganze Networking oder Teambuilding, die Vertrauensbildung, das kann man nicht über Zoom lösen. Und nichts, last but not least, es ist immer wieder ein Datensicherheitsproblem, dass man gehackt wird und da reingehört wird, dass viele Dokumente verschwinden. Und das ist immer noch eine Sache, die, man hat das jetzt gesehen wieder mit WhatsApp, dass einfach ein Dauerbrenner wird sein in der nächsten Zeit, weil die Daten wird das zukünftige Gold sein in unserer Industrie. Das vielleicht zum Abriss zu Codex Execution. Jetzt geht es aber um die Gesundheitsindustrie. Und da nehme ich Bezug auf meine Erfahrung als Geschäftsführer dieser 4 Firmen. Da haben wir natürlich in der Notfallklinik, wo wir etwa 30.000 bis 40.000 Patienten pro Jahr nehmen, je nach Aufkommen der Patienten, vor allem Touristen und Pendler, war das sehr, sehr, sehr schwierig. Wir hatten keine Touristen das ganze Jahr. Das macht etwa 15% aus, weil wir eine Walk-in-Praxis sind. Die ganzen Pendler, durch das Homeoffice sind die ganzen Pendler ausgeblieben. Und dann, als das BAG noch gesagt hat, ja, bleibt vor allem zu Hause, steckt euch nicht an, sind die Patienten auch weggeblieben. Das haben wir in der ersten Welle erlebt. Das war vor allem April, Mai. Nachher im Sommer hat das wieder ein bisschen angezogen, aber den Ausfall der Touristen, den können Sie nicht wegmachen. Wir hoffen wirklich, dass die Touristen kommen. Ich glaube, es gibt viele Leute da, vor allem in der Zentralschweiz, die gesagt haben, dass die Touristen fast Überhang nehmen, dass die auch wieder Freude haben, wenn die wieder reisen können. Und da mussten wir uns wirklich einstellen. Und das Zweite ist, was ich gesehen habe, und da wage ich eine sehr riskante Aussage, das Gesundheitswesen ist viele, viele, viele Jahre hinterher. Und die Person, die da aus der Taskforce zurückgetreten ist, die hat das auch bestätigt, er meint 20 Jahre, ich weiß nicht, ob es 20 Jahre ist,
Aber ich bin schon vor 8 Jahren in einer großen Gruppe gewesen, wo wir das elektronische Patientendossier eigentlich einbringen wollten mit großen Firmen, sei es Post, Swisscom, IBM war dran. Und da hat sich noch gar nichts getan. Ich glaube einfach, diese kritische Größe, die man im Gesundheitswesen hat mit Spitälern, Kliniken, Einzelpraxen, das ist einfach nicht so attraktiv für die ganz, ganz großen Players, dass sie da reinsteigen. Klar gibt es jetzt IT-Provider aus Amerika, die zum Beispiel da ein großes Kantonsspital ausrüsten, aber das sind doch eher Piloten. Also Digitalisierung ist, da ist sehr, sehr verbesserungsbedürftig. Und auch die Softwares, die wir benutzen, wenn Sie Patient sind und in eine Klinik kommen, da ist schon das Problem bei der Aufnahme, dass es jetzt Tablet-Lösungen gibt, wo Sie Ihre eigenen Daten eingeben können und Ihre Krankheiten, die Sie hatten, Allergien und so weiter. Das gibt es sehr wenig. Und es gibt zwar Provider, die das machen, aber die haben andere Probleme, die können diese Datenvolumen nicht stemmen. Und da verlieren Sie schon 10 Minuten als Patient bei der Aufnahme. Und das ist einfach für als Patient sehr mühsam. Und das erhöht die Wartezeiten. Und nachher auch die ganze Übermittlung der Daten, diese PCR und Schnelltests. Ich weiß, ich hab keine Erfahrung bei den Impfkonzepten jetzt. Aber die ganze Übermittlung ist unheimlich mühsam. Das passiert viel mit Papier, mit E-Mails, zum Teil noch Fax, wo einfach sehr viele Optimierungsmöglichkeiten auslassen. Wir haben dann versucht, dass wenn die Leute zu Hause bleiben, mit Videoterminen zu arbeiten, haben da eine Software eingeführt und die Patienten angeschrieben und gesagt, hey, du kannst zu Hause bleiben, aber du musst ein gewisses Prozedere durchlaufen. Das heißt, wir geben dir einen Link, du kriegst ein SMS, da wählst du dich ein. Und dann machen wir eine Videokonsultation. Und unsere Erfahrung mit dem hat einfach gezeigt, dass viele, viele Kunden, Patienten, vor allem im älteren Alter, dass die das einfach nicht wollen, nicht können oder kein Handy haben, fast unvorstellbar. Aber dieser Service, diese Dienstleistung wurde nicht wahrgenommen. Wir wollten dann auch natürlich noch vergrößern und mehr in die Telemedizin gehen, da passiert da sehr viel. Aber wir, die wir jetzt da wirklich an der Front sind, glauben einfach, dass das noch einige Jahre dauern wird, bis das vor allem von der Kundenseite genutzt wird. Und es sind ja vor allem die älteren Patienten, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Es sind die Jüngeren, die sind ja zum Glück die meisten gesund. Die haben diese Probleme nicht und die sind natürlich auch sehr, sehr digitalisierungsaffin und bei denen wird das weniger das Problem sein. Aber wie gesagt, die große Kundengruppe ist einfach in einem anderen Segment. Ja, Tino, das sind meine Beobachtungen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch Fragen dazu? Ich bin jetzt gerade wieder vom Keller hochgetaucht, gerade wie du gesehen hast. Erstmal herzlichen Dank für die vielen Informationen, die so ein bisschen einen Überblick verschafft, was an sich so passiert im Umfeld jetzt von Firmen oder auch von Patienten, auch von dir selbst, wie du das wahrnimmst. Wir haben ja immer verschiedene Realitäten, die sich da bewahrheiten und es ist immer nur das, wie wir da drauf schauen. Aber ich denke, du hast jetzt den Fokus doch großartig geöffnet, dass man doch mehr erkennen konnte, was so gerade stattfindet. Wenn du jetzt an die Kommunikation denkst mit den Patienten, die so Fragen stellen, wie gehen die denn überhaupt mit diesen Informationen um? Bleiben die positiv oder sind die verängstigt? Was erlebst du da? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, Tino. Ich bin froh, dass du die stellst. Was ist die Patienten, man kann sich vorstellen, unsere ärztlichen Leiter, die verbringen Tage, um das Material zu studieren, die der Bundesrat und die Experten ausarbeiten. Das sind zum Teil High-Level-Informationen. Jetzt muss man diese Komplexität in Einfachheit runterbrechen, in einen Prozess geben.
Und ich muss sagen, ich könnte dir nicht sagen, wie der heutige Prozess läuft, wie viel du bezahlen musst, in welchem Fall, wann du ins Testzentrum gehst. Es ist einfach sehr, sehr komplex. Jetzt muss man sich überlegen, ich als Patient, ich habe noch weniger Ahnung, weil ich lese diese hunderte von Seiten einfach nicht. Und der Patient hat da Riesenschwierigkeiten. Und da gibt es auch sehr viel Streitereien nachher, wo man sagt, hey, BAG sagt das, Bundesrat sagt das, ihr sagt mir das, der Kantonsarzt sagt das. Und am Anfang, ja, haben wir sehr viel Goodwill von unseren Kunden leider verloren, weil die haben natürlich die Rechnungen nachher im Restaurant verglichen, als die wieder einmal offen waren, und gesagt, du hast 100 bezahlt, der andere 200, das kann doch nicht sein. Und da gab es viele Probleme. Und wir haben jetzt schriftliche Dokumente ausgearbeitet, wo der Kunde unterschreiben muss und sein Einverständnis geben muss, obwohl er ruft dann immer an, wenn eine vierköpfige Familie hat, kostet 1.000 Franken die ganzen Tests mit Konsultationen und so weiter und sagt, hey, das geht doch nicht. Und dann sagen wir, du hast aber das alles unterschrieben und wir haben das alles gesagt. Und nichtsdestotrotz, es gibt einfach sehr viele Fragen, sehr viele Frustrationen von der Patientenseite. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, wenn das Ganze vorbei ist. Für uns ist das ganze Geschäft nicht lukrativ. Wir verdienen überhaupt nichts, also wenig, also überhaupt nichts nicht. Aber wir kommen mit einer schwarzen Null raus. Die Patienten sind verärgert und das Risiko ist hoch, dass wir diese Kunden verlieren. Und dann noch der Einbruch mit dem ganzen Tourismus und die ganze Pendler, das ganze Commuting, das ist auch noch weggebrochen. Und da sind wir nicht die Einzigen jetzt in der Gesundheitsindustrie, die davon leiden. Aber das sind die Probleme, die wir tagtäglich da am Telefon bewältigen müssen. Wir haben auch eine spezielle Stelle eingerichtet, wo wir die Leute trainieren, wo das einfach Infos haben und auch von der Kommunikation trainiert, dass man die Kunden so gut als möglich beraten kann. Aber klar, es bleiben immer noch Restfrustrationen. Okay, dann ich möchte in diesen 2 Tagen öfters mal auch, wenn ich die Möglichkeit habe, die Vorgänger konnte ich leider jetzt nicht über Werte besprechen, weil es geht ja auch um Werte, es geht um Hoffnung, es geht um Mut, es geht um Respekt, es geht aber auch um die Liebe und die Akzeptanz der Kommunikation. Wie nimmst du die Kommunikation generell in der Schweiz denn auf der Straße wahr? Wenn wir haben ja auch gesehen, wir hören es in den Diskussionsrunden auch in Deutschland, dass die Menschen andere Meinungen gar nicht gelten lassen wollen oder die verurteilen. Ist das bei uns in der Schweiz ähnlich? Also ich spreche nur aus Erfahrung von den Kliniken. Ja. Und die gehen eigentlich, die Art der Kommunikation, was du sagst, mit Empathie, Liebe, Respekt, die gehen für mich in Wellen. Mhm. Am Anfang im April waren alle guten Mutes. Sie haben zwar geflucht, weil wir einfach keinen einheitlichen Prozess haben mit einheitlicher Preisstrategie, aber es ging irgendwie vorbei. Da kam der Sommer, da konnte man rausgehen, reisen, ja, soweit es geht. Und da ist es ein bisschen besser geworden. Die Leute waren nicht mehr so aggressiv. Aber was ich jetzt klar feststelle, ist seit nach Neujahr und jetzt vor allem im Februar ist die Gereiztheit unheimlich gestiegen und der Ton ist sehr aggressiv, sehr gereizt. Nicht nur von unseren Kunden, auch von unserem Personal. Ich bitte wirklich viele Leute, jetzt in die Ferien zu gehen, weil dieser Frust hat sich angestaut und da ist man nicht mehr so produktiv. Und wir müssen vor allem die Patienten abfangen, aber wenn beide Seiten so gereizt sind, ist das sehr, sehr kritisch. Was ich sehe, ist mit dem Impfstoff, ich kenne jetzt viele Leute, auch vom Gesundheitspersonal, gerade gestern gesprochen, die lassen sich impfen. Mit dem Moderna-Impfstoff, wir könnten den sowieso nicht halten, den BioNTech-Pfizer-Impfstoff, weil der bei minus 70 Grad gelagert werden muss und nach gewisser Zeit nicht mehr gebraucht werden kann, aber die lassen sich impfen. Und da tritt jetzt ein bisschen Ruhe ein, weil also die Studien, das habe ich mir erklären lassen, dass vor allem die Zweitimpfung
sehr, sehr hohen Schutzgrad hat. Und wenn es nur psychisch ist, viel ist ja sehr auch psychisch bedingt, dass man, wenn man die Impfung hat, da hüpft man wieder ein bisschen fröhlicher durch die Gegend. Und das hoffe ich, dass das jetzt wieder ein bisschen besser wird. Und was ich auch sehe, die ganze Kommunikation ist ein bisschen wetterabhängig, also vor allem die letzten 4-5 Wochen, grau in grau, viel Regen und dann sehr kalt. Das hat noch mehr zu Reizungen geführt und jetzt nur die paar Sonnentage gehen doch wieder ein bisschen in die bessere Richtung. Und was ja erlaubt ist, wir haben sehr viele Patienten, die reisen wollen, wir versuchen die sehr gut zu bedienen. Und wenn die Patienten wieder reisen können, unter den Bedingungen, die da feststehen, die ja sehr kompliziert sind und von Tag zu Tag wechseln, das hilft auch, das Gemüt ein bisschen hochzubringen und die Kommunikation wieder auf einen guten Level zu bringen. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was die Kommunikation angeht. Die Kommunikation ist allerdings direkt psychisch abhängig. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir mit deinem Tag? Wie geht es dir mit deiner Familie? Bist du überhaupt in der Familie? Viele sind von Familien abgeschnitten. Wir sehen es in der Schweiz, allein im Kanton Zug steht auf einem großen Schild, 127 Nationen sind im Kanton Zug unterwegs, beziehungsweise wohnen und leben da und arbeiten da. Die sind ja natürlich auch abgeschnitten. Die können ja nicht zu ihren Familien reisen. Oder auch viele italienische Familien, die in der Schweiz leben, können jetzt möglicherweise nicht so reisen. Und ihre Familienbande, die ja anders emotional auch gelebt wird, oftmals als bei uns zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz, findet nicht statt. Dass das die Leute natürlich beeinflusst, ist klar. Wie könnten wir diesen Menschen den Mut machen? Hast du da eine Idee? Ja, ich glaube, was schwierig ist, ist einfach ein bisschen die Langfriststrategie zu überdenken und da einfach ein bisschen langfristig zu planen und strategisch ein Konzept zu arbeiten, wo man versucht, es ist immer sehr, sehr schwierig, Zeitlimiten zu geben. Da kann man sich riesig fragen. Und man kann den Leuten sagen, schaut, jetzt es geht ein bisschen zurück, müssen ein bisschen Geduld haben. Wir sehen da Mai, Juni, sage ich mal, da können wir mit Lockerungen auftreten, die Impfungen werden auch eintreten, es gibt sicher wieder Reisen und man darf ja reisen. Das heißt nicht, dass man nicht reisen darf. Wir stellen ja diese Zertifikate aus. Ich kenne Leute, die gingen in die Dominikanische Republik, nach Mexiko, der eine ging jetzt gestern nach Italien. Man muss einfach die Bedingungen einhalten und man darf sich nicht in diese Negativspirale bringen lassen und vielleicht wirklich so kommunizieren, dass der gewöhnliche Bürger das versteht. Das heißt, jetzt kommt wieder eine Information heute Nachmittag. Und was heißt das dann konkret für mich, der eben Familie im Ausland hat? Und ich glaube, da ist die Kunst der Kommunikation einfach, ganz, ganz einfach, das runterzubrechen. Und wir haben wirklich tolle Leute da bei uns jetzt im Medcentra AG, die machen nichts anderes, als diese Komplexität auf Einfachheit zu bringen, den Patienten zu erklären. Ich glaube, Kommunikation muss einfach sein, dass es das kleine Kind auch versteht, darf ich jetzt zu meinem Großvater gehen oder darf ich nicht? Und das natürlich ein bisschen in einem Langfristzeitraum, ohne da jetzt große Zeitlimiten zu geben. Das wäre mein Vorschlag. Okay, ja. Herbert, ich bin dir sehr dankbar für unser Gespräch und für deine ganzen Dinge und deine Anregungen, auch deine Gedanken uns mal mitzuteilen. Danke dir für die Zeit, die du hier aufgewendet hast und ich freue mich, genau wie du auch, wenn wir wieder mal bei einem schönen Glas Wein draußen im Zug unten irgendwo vielleicht am Wasser sitzen können und das Leben genießen können und darüber nachdenken können, wie schön wir es doch trotzdem haben, auch trotz dieser Zeit. Man kann auch jetzt eine Flasche Wein nehmen und kann sich irgendwo auf eine Bank setzen und trotzdem auch diese Lösungen suchen und nicht warten, bis die Restaurants wieder aufgehen. Es braucht einfach Lösungen, die wir selbst uns überlegen und die wir uns dann entsprechend auch selbst schenken, weil wir müssen nicht warten, dass es die anderen tun, sondern wir sind gefragt, dass wir es impulsmäßig nachgehen und selbst tun und die Möglichkeit besteht. Ja, man kann ja den Abstand auch anhalten. Vielen Dank, Tino. Sehr gerne. Und immer wieder und bis nächste Woche. Alles Gute. Nächste Woche. Tschüss, Tino. Tschüss. Ah, danke, Herbert, vielmals. Eine Grüße ans Team. Sag ich, danke. Gerne.